Okay, Map 8. Labkomplex, also Laborkomplex. Aber was ist ein Trace bedeutet? Keine Ahnung. Entriegelung? Nein. Also ein Trace ist ja eigentlich sowas wie so eine... Fragt euren fucking Englischlehrer. Bitches. Warum ist es da grau? Das ist doch hier eindeutig... Hä? Oh, okay, war in der vorigen Map so. Weil eben, in der vorigen Map, das Ende, wo wir reingegangen sind, Tunnel, da wurde der Tunnel rot. Und jetzt ist er wieder grau. Nicht sehr gut gelungen. Ja, komm jetzt, mach doch hier Reisen langsam. Ist ja aggressiv. Ja doch. Ne, da geht noch nicht rein. Gott, wie war die Reihenfolge? Genau. Zuerst muss man nach ganz unten. Das war hier nicht. Hier auch nicht. Da kommen jetzt hier runter hier. Genau, hier war das. Weißt du was? Bin ich gut? Oder tue ich nur so? Okay. War übrigens schlecht, die Minigun dafür einzusetzen, von der habe ich so schon nur so wenig Munition. Dank den Spinnen in der letzten Map. Oh Gott. Wow. Das war haarscharf kalkuliert. Und mit haarscharf meine ich ein Schaf, das man durch scharfe Soße getrunken hat. Ah. Was, wo denn? Ach da. Ernsthaft? Junge, stirb halt. Wie lange lebt denn der? Der hat eine Halbwertszeit wie Uran. Achso, halt. Da. Na komm jetzt. Gibt immer noch. Geht doch. Meine Güte. So, erstmal gucken. Meat Shield. Hä? Lol. Ich guck mal ganz kurz was. Ich muss mal ganz kurz mal was gucken. Weil hier noch irgendwo was Brauchbares? Nein. Hä, hey, was ist dieses DMG? Also in der Liste finde ich nichts, was man mit DMG abkürzen könnte. Vor allem DMG steht eigentlich für Damage. Ich habe mit diesen komischen menschlichen Schilden noch nicht viel Erfahrung. Von daher wird das jetzt einfach mal eine ganz kurze kleine Experimentierstunde. Absorbieren die jetzt wirklich den Schaden oder? Kommt mal her, kommt alle her. Ah! Ja, hier unten. Die MG steht tatsächlich für Damage. Man kann die echt als Schutzschild benutzen. Ist das geil? Nein. So, jetzt kommt der zweite Test. Mal gucken, ob ich die auch aus allen Richtungen benutzen kann als Schutzschild.
Na komm, umzingelt mich mal ganz kurz. Ja, aus allen Richtungen geht das. Ah nee, okay, von hinten doch nicht. Ja, oder doch? Ah gut, okay, komm, egal jetzt hier. Hä? Ach so. Rechte Maustaste. Ah gut. Boah, Alter. Boah, fuck you. Kommen da wieder welche durch? Nein, diesmal nicht. Okay. Oh mein Gott. Die Explosion wird noch Generationen prägen. Yay! Was? War der so schlecht? Yay! Ach so. Was kam da gerade runtergefallen? War das mein Stolz? Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Ding, welchen Winkel ich die Scheiße abwerfen muss hier. Nein. Jawohl. Oh! Habt ihr ein Glück, dass es später im konvertierten Video nicht so laut ist? Alter, what the fuck? Das waren gerade ein bisschen viele Kanister, habe ich gerade gemerkt. Heilige Scheiße, Ave Maria und Josef. Das sieht ja mal sauber aus. Alter. Ist ja echt alles weg. Ah, nee, doch nicht. Ist fast alles weg. Alter, war das gerade eine Explosion, ey. Das ist ja nice. Ja, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Genau so muss das laufen hier. Oh, geil. Schön. Mal kommen hier drauf. So, wow, spielt doch gerade ein bisschen. Sind hier gerade zu viele Sprites oder was? Ja, stockert extrem. Hallo, was ist denn hier los? Alter, guck mal die Folge. Digga, 20 Bilder pro Sekunde einfach. Was ist denn hier los gerade? Ah, okay, jetzt geht's wieder. Nee, hier geht's wieder nicht. Hier habe ich 15 Bilder pro Sekunde. Hier habe ich jetzt 40. Hier, super fließend, 40 Bilder pro Sekunde. Ah. Ja, hier schon ganz auf wieder. Nee, jetzt wieder und jetzt ist hier wieder in Ordnung. Alter, was ist denn hier los? Na egal. Liegt wahrscheinlich wirklich an den ganzen Überresten jetzt. Ja, übrigens, was ich noch sagen wollte, habe ich im letzten Video vergessen. Es kam mittlerweile doch die neue Version raus, GZ-Version 3.7. Das Problem ist, es ist für mich komplett unbrauchbar. Also es läuft so auf Linux, also ich krieg das auch gestartet, alles kein Problem. Das Problem ist, Version 3.7 ist mit den Save Games von Version 3.6 inkompatibel. Das heißt also, wenn ich upgrade, ich habe es ja gemacht, selbstens halber, ich konnte kein einziges Save Game mehr laden, weil überall stand inkompatible Version. Heißt also, ich muss wieder downgraden. Von daher, ja, bisher hat es immer schön funktioniert mit den Upgrades, aber jetzt kam wohl scheinbar so viele Änderungen in die Engine. Oh, ey, das ist hier. Wow, das
sind ja mehrere Texturen hier. Nice, richtig Tiefe hier. Ja, jetzt kam scheinbar so viele Änderungen in die Engine, dass ich persönlich nicht mehr upgraden kann. Und wenn ich doch upgrade, kann ich meine alten Save-Games nicht mehr laden. Das heißt also, ich werde auf mittel oder lang das wahrscheinlich so regeln, dass ich mir beides parallel installiere. Das geht ja unter Linux relativ easy, wenn man weiß wie. Und dann werde ich praktisch immer, wenn ich alte Save-Games, also so wie das jetzt hier, halt meine Let's Plays, die jetzt schon laufen, werde ich mit der alten Engine weiterspielen. Und wenn ich aber neue Let's Plays starte, werde ich die dann jetzt immer auf der 3.7er-Version starten. Solange bis alle alten Save-Games abgeschlossen sind, dann deinstalliere ich beide Versionen und installiere Version 3.7 richtig. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt müssen wir uns beeilen, ja? Sorry, Dudes! Boah, fuck you! Nein! Ich fick jemanden dann! Ich hab nicht gespeichert. Dann muss ich alles wieder normal erzählen. Also, was ich sagen wollte. Ich habe versucht, die Version 3.7 zu installieren, gab es mal. Quatsch, Spaß. Wäre cool, wenn man alles, was man im Let's Play gesagt hat, nochmal sagen müsste, wenn man neu lädt. Oh, ach ja. Halleluja! Oh! Hallo. Lass ich mal da stehen. Gut, weiter. Lassen wir mal hier ein bisschen mehr Zeit. Wow, jetzt kann man probieren. Oh, das war falsch. Doch, hat funktioniert. Ja. Holy moly, holy moly. Ich hätte die Munition noch mitnehmen können. Fuck. So. Wo war das jetzt so? Hier dann auch noch Munition. So, muss ich den Schacht hier ganz schnell drücken oder? Und jetzt wieder ganz schnell rein und diese Kacke da. Jawohl! Wow! Zum ersten Mal, dass ich es geschafft habe. Hieronimo! Halleluja! Danke, danke, danke! Und jetzt ganz schnell raus hier. Alter Schwede, Biolabs. Ach, das Level. Oh Gott. Okay. Ja, wie gesagt, also, wir werden wahrscheinlich parallel installieren und dann, je nachdem, dann irgendwann komplett auf die Version umsteigen. Vielleicht installiere ich auch Version 3.7 richtig. Und werde die 3.6 Version parallel installieren. Dann habe ich die 3.7er gleich richtig installiert. Ja doch, ich glaube, das macht sie ja so. Aber alles nicht jetzt, alles nicht heute. Das ist sowieso erst frühestens interessant, wenn ich ein neues Let's Play mal starte. Aber ich glaube mal, mit den aktuellen 4 Haupt-Let's Plays sind wir erstmal gut bedient. Da haben wir doch mindestens ein bisschen Scheiße vor uns. Na gut, würde ich mal sagen. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Spaß. Schau mit V.